einen wunderschönen. Herzlich willkommen zur heutigen geschichtshistorischen Sendung über den sowjetischen Sektor in den Alpen. wohlbemerkt, wir befinden uns in den Alpen und sehen dieses Schild. Achtung, beide Bürgersteige und Fahrbahn gehören zum Sowjetsektor. Vorgarten und der rechten Straßenseite gehören zum Westsektor. Ich wusste ja, dass es eine Aufteilung gab von bestimmten Regionen. Aber dass die Alpen zwischen West und Sowjet aufgeteilt wurden, das halte ich doch eher für ein Gerücht. Okay, unsere Aufgabe ist klar, wir sollen den Maschinenraum der Gondelstation finden. Nur bin ich mal gespannt, was da so passieren wird. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt im Sowjetsektor der Alpen. Und ich hoffe, wir werden nicht erspäht. Hallo? Abspeichern? Okay. Huch, da oben ist einer. Wir haben... Nein, wir haben keine Waffe mit. Nein. Was hat denn da oben gemacht? Polka tanzen oder was? Vor allem, woher hat er das mitgekriegt, dass wir da geschossen haben? So lautlos, wie wir geschossen haben. Nun gut, ja. Na, welche? Was? Wer schießt hier? Na. Ja, sehr schön. Munition brauche ich. Ja, Munition für Papi. Komm, zu. Keine Rüstung drin. Speichern. So. Ah, okay. Psch. Hey, Phil. Ja? Hast du den Bentley schon gekauft? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn wirklich will. Aber du warst völlig begeistert, als wir das letzte Mal drüber sprachen. Ja, aber jetzt denke ich gerade über einen Jaguar nach. Ja, genau. Puh. Bentley, Jaguar, da müssen wir, glaube ich, raus. Tür zu mal machen. Das ist bloß eine kleine Abstellkammer. Und hier haben wir eine Rüstung. Super. Also nach vorne durchs Fenster. Und damit kommen wir auf den Innenhof. So, gucken wir mal. Hallo? Na. Was?
Scheiße. Obwohl, nee, Alarm scheint egal zu sein, nicht wahr? Okay, da könnten wir rein. So, na komm runter. Durchs Tor kommen wir nicht, ne? Ne. Wow. Hä? Wir haben bloß noch wenig Zeit, hä? Oh oh, da ist ein Eisloch. Okay, wir müssen uns beeilen. 4 Minuten haben wir noch Zeit. Schaffen wir es? Ah, ich hasse immer diesen Zeitdruck. Was? Oh oh. Mal gucken. Ich ahne Schlimmes und Geronimo. Oh. Komm, wir bauen wieder. Nee, die hier. Und die da. So. Schnell. 3,5 Minuten nicht mal. Ich glaube, hier haben wir das gleiche Spielchen nochmal. Vorsicht, Lawinengefahr. Ha! Wir luschen. Los, weiter. Komm, los. Wo müssen wir denn lang noch? Hallo. Okay, jetzt kommt freies Gelände. Scheinbar. Da qualmt was. Eine Hütte. Ist das, was wir hier finden müssen? Jawoll! Ah, es ist kalt draußen. Alpine Intrige Teil 4. Fuchsjagd ruft Fuchsbau, over. Was gibt es, Fuchsjagd? Oh. Nähere mich Ziel. Gute Aussichten. Over. Exzellente Neuigkeiten. Weiter, wie geplant. Unterstützung steht bereit. Wartet auf Zeichen. Over. Verstanden. Over and out. Okay, das geht ja hier, also, wie geschmiert. So, was müssen wir jetzt tun? Finde den Maschinenraum der Gondelstation. Ach, immer noch. Gegessen haben wir, das ist alles okay, alles schick. Ja, hier ist ein Lichtschalter, damit können wir bestimmt ausschalten. Ha! Jetzt habt ihr verloren. Uah. Jetzt habt ihr verloren. Yeah. Jawohl. Wow.
So schön es ist, aber die Steuerung ist echt für einen Ameisenbären. Ja, weiter, weiter. Stell dir mal vor, das müsste jetzt alles laufen. Oh, 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 oh. Leute. Wir haben kein Scharfschützengewehr. Doch, Hammer. Jawohl. Rauf da. Yeah. Aua. Boah, war das laut. Boah. Ich sehe da was. Du denn her? Ja, sieht gut aus. Und Schneemobil. Whoa, 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 whoa. Ja, 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 ja. Gleich sind wir nicht mehr da. Hui. Ich hoffe, die laufen uns jetzt nicht kilometerweit hinterher. Weil eigentlich haben wir sie ja schon längst abgeschüttelt. Oh, da oben ist er hin. Ich glaube, das ist das Signal. Och, komm bitte. Ah! So, Bunsenbrenner. Das überlebt jede Munitionskugel hier. So. Dann wollen wir mal schnell da hoch. Manchmal gibt es hier wirklich sehr verstörend frustrierende Momente, ja. Geht's da hinten schon wieder weiter? Brauchen wir das Schneemobil? Das ist jetzt so die andere Frage. Was ist das jetzt hier? Finde Maschinenraum, der. Nee, das ist nicht der Maschinenraum. Oder vielleicht doch. Auf alle Fälle ist hier erstmal eine Rüstung. Nee. Das ist irgendein Raum, aber nicht der Maschinenraum. Gut, dann holen wir uns hier noch schnell die Munition einmal hier. Na komm, komm, komm. Hier können wir... Oh, haben wir aber Glück gehabt. Dann holen wir uns doch schnell hier das Ding. Ach, hier ist doch ein Kasten. Hätten wir jetzt den Bunsenbrenner nicht dabei gehabt, hätten wir wahrscheinlich hier bekommen.
Und weiter geht's. Nee. Da lang. Wow. Boah, ist aber riesiges Areal an Level, ja. Oh oh. Boah. Ich werde mal oben lang fahren. Na komm. Er fällt. So. Und weiter geht's. Aua. Oh, das ist immer so fies laut auf den Ohren. Boah. Tschüss. Oh, 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 oh. Okay, das geht nicht. Guck mal da oben. Na, 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 na. Aua. Da liegt ein... Da komme ich nicht ran. So, jetzt haben wir keine Rüstung mehr, aber mal gucken. Weiter, Risiko, komm. Okay. Jetzt wird's spannend. Na? Haha! Jetzt könnt ihr mich mal. Ich sehe ja, wo die Bomben sind. Hätte man doch glatt durchfahren können, ohne Aufsehen zu erregen. Da schwebt einer in der Luft sogar. Oh, so ein kleines bisschen Minenfeld. Also ich hätte es ja jetzt so viel schlimmer erwartet. Aber ich glaube, wenn man die einmal berührt, dann ist es vorbei, ne? So. Und den Rest müssen wir wahrscheinlich zu Fuß laufen. Oder wir hätten das Fahrzeug durchmanövrieren können. Das ging natürlich auch, aber ich glaube, jetzt müssen wir zu Fuß laufen. Schlimm, wenn wir es danach am Ende dann doch benötigen, weil wir irgendwo... Oh. Okay. Das war sauber. War ein bisschen Leben riskiert, aber nun gut. Müssen wir drüber hinweg. Aua. Aua. Ui. Jetzt haben wir aber eine richtige Sniper. Mal gucken, ob wir sie noch benötigen. Hier im Sowjetsektor der Alpen. Na? Hallo? Ah,
Ich glaube, hier hätten wir das Schneemobil gebraucht, aber nun gut. Jetzt ist es zu spät für... Da ist ein Tunneleinfahrt, wie es scheint. Nee, Blödsinn. Keine Tunneleinfahrt. Vergesst es. So ein Schneemobil wäre jetzt was Feines. Wären wir auch viel schneller, glaube ich. Habe ich zumindest mal gelesen, dass man mit so einem Ding viel schneller fahren kann, als man zu Fuß gehen. Oh, oh, oh. Kisten, Kisten. Wir sind richtig. Wir sind gut. Ich sehe aber keine Wachen bisher. Wahrscheinlich bloß ein Zwischenlager. Wo es vielleicht eine Rüstung zu finden geht. Hast du mitbekommen, dass... Ah! Okay, hier wäre auch Ende im Gelände. Da war Strom drauf, ja? Gut, liebe Leute, wir machen an der Stelle hier ein Folgenpäuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge, wie wir hier durchlaufen, ne? In dem Sinne, bis dahin, euer Firefox. Ciao.